Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Blamieren oder Kassieren. Heute geht es weiter mit der vierten Folge mit dem vierten Team aus der Fußball-Bundesliga. Und nachdem wir mit Hannover, Ingolstadt und Darmstadt bereits mehr oder weniger erfolgreich gespielt haben, die Episoden sind natürlich in der Playlist, wenn ihr da vorbeischauen wollt, geht es heute weiter mit dem SV Werder Bremen, wo ihr hier gerade schon einen Spieler unter anderem sehen könnt, der leider nicht dabei ist, Claudio Pizarro, dazu gleich nochmal mehr. Natürlich dazu noch Anthony Uja und Finn Bartels, die 22 und die 21. Bei Bremen läuft momentan ein bisschen besser in der Liga, beziehungsweise allgemein im DFB-Pokal weitergekommen gegen Leverkusen. Dazu 4-1 in der Liga gewonnen gegen Leverkusen, 4-1 gegen Hannover 96 gewonnen. Und jetzt geht's auch in Ultimate-Team für die Jungs ran. Mal sehen, was wir mit denen reißen können. Natürlich im Goldpokal. Wir schauen uns an, mit welchem Team wir reingehen werden. Und zunächst einmal natürlich, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr Bremen-Fan seid. Liked auf jeden Fall dieses Video, dann gibt es am Ende einen Bonus für die Mannschaft. Wenn ihr die Regeln noch nicht ganz versteht, schaut beim Erklärungsvideo, bei Pilot-Episode vorbei, beim Erklärungsvideo, dann werdet ihr es auf jeden Fall checken, denke ich mal. Im Tor Wiedwald davor Vestergaard, der geupgradete Santiago Garcia, Babi, Gido, Borgi und Gebre Selassie, Barkfrede auf der 6, dann rechts im Zentralmittelfeld Finn Bartels, weil Clemens Fritz war einfach, ich habe gedacht mit Bartels klar. Sau, links haben wir Zlatko, Junuzovic und davor Levin Öztunali, Aaron Johansson und in der Sturmspitze natürlich dazu noch die Goldkarte im Sturm der Werderaner und zwar Anthony Uja. Auf der Bank haben wir Ulysses Garcia, dazu noch Grilic, Florian Grilic und mit der 68er Bewertung Özkan Yildirim. Man muss dazu sagen, eine Legende fehlt natürlich und es ist Claudio Pizarro und warum er ist, ganz einfach nicht in FIFA, er ist zu spät für Ultimate Team zu Werder gewechselt und dementsprechend gibt es ihn nicht in diesem Modus, ist schade, aber wir werden sehen, ob wir es auch mit diesen beiden Sturmspitzen packen können. 750.000 kriegt Bremen an Bonus dafür, beziehungsweise nochmal oben drauf, weil sie das viertetageschwächste Team der Bundesliga sind. Und wir starten rein in den Champions Shield Pokal. Ihr seht es hier, es ist wie immer der gleiche Pokal. Es ist wie immer die erste Runde. Und wir schauen, was der erste Gegner für ein Team haben wird. Diego Alves, Naldo, Miranda, Danilo, Wendell dazu. Fernandinho, Alex Teixeira, Luis Gustavo, Hulk, Alexandre Bato und Neymar. Es ging richtig gut los. Anthony Uja mit einem Übersteiger. Er kommt aber nicht zum Abschluss. Raus auf Santiago Garcia, der mit einem Fake-Shot. Das war allgemein das Problem in der Anfangsphase. Wir waren besser, hatten mehr Ballbesitz, waren in der gegnerischen Hälfte, kam aber nicht zum Abschluss. Jetzt Uja mit dem Fake-Shot. Versuchtes abgefälschter Schuss aus der Ecke, wurde nichts. Es war nicht so erfolgreich. Dann kam der Gegner das erste Mal. Nach knapp 12 Minuten Konter auf die anschließende Ecke. Das ist ja der eben ernannte Givanildo de Thusa Hulk mit der Flanke. Neymar köpft den Ball übers Tor. Das war schon eine ganz schön enge Situation, aber es blieb noch beim 0:0. Dann eine schöne Balleroberung hier von Johansson. Zurückgespielt in die Mitte. Öztunali Schuss abgewehrt. Junuzovic legt nochmal raus. Santiago Garcia sehr auffällig in der Anfangsphase. Und Barkfredes Schussversuch. Ja, an der Präzision hapert es. Auf der anderen Seite sah das besser aus. Und da kommt wieder meine Verteidigungsskills. Die Gegner, die Mitspieler rennen gegeneinander, die Verteidiger. Und im Endeffekt ist der Weg frei für Neymar. Können gerne zurückspulen. Vestergaard und Gilo Borgi sind ineinander reingegangen. Währenddessen haben sich dann die Spieler hier, seht das nochmal, haben sie sich gewechselt. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft, das verteidigt zu bekommen. Wiedwald chancenlos. Steht 1-0 für den Gegner und das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen, zumal es richtig beschissen weiterging. Danilo spielt den Ball kurz, keiner ist bei Fernandinho, der zieht ab und macht das 2:0. Ganz, ganz bitter, 25 Minuten durch. Überlegen waren wir, die besseren Chancen hatte der Gegner und deswegen führte er dann auch. Dann gab es einen Freistoß und da hat Bremen ja einen absoluten Spezialisten am Start und zwar Zlatko Junuzovic. Natürlich wird nicht Bartels schießen, sondern Zlatko und das vollkommen zurecht. 35 Meter Torentfernung mit ganz viel Effet und Power gegen den Pfosten. Es darf mal wieder einfach nicht sein. Bremen trifft das Tor nicht und hinten, wie es bei Bremen seit Ewigkeiten ist, 25 Spiele ohne zu Null gespielt zu haben, klappt es nicht so und deswegen haben sie hier auch schon wieder zwei Tore kassiert. Wir wollen uns natürlich trotzdem nicht aufgeben, aber der Gegner machte es und schwer. Der hatte nämlich ein bisschen was drauf und einfach die schnelleren Spieler, die gegen die Defensive durch ihre Agilität überzeugten. Wiedwald pariert hier den Ball von Alexandre Pato, aber es gab jetzt weitere Chancen, denn irgendwie brach das Team ein. Fernandinho macht fast seine zweite Bude. Wiedwald ist wieder. Hat mir nicht so gut gefallen. Die geupgradete Karte war ein bisschen weak, beziehungsweise gerade bei seinen Paraden ein bisschen sehr schlecht. Aber den hat er gut gehalten. Und Sousa, also beziehungsweise Hulk, Givanildo de Sousa, haut ihn weiter über den Kasten. Wir mussten irgendwie zurückkommen. Bremen versucht es über Öztunali. Die können es ja offensiv. Die zeigen es hier. Was für ein Schuss. Uja ist da. 1:2. Wir kommen nochmal ran. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und der Nigerianer im Trikot der Bremer kommt nochmal zum Erfolg. Öztunali mit ganz, ganz viel Schusskraft. Ein richtig wuchtiger Schuss, der nur an die Latte gelenkt werden kann. Und Uja macht den Abpraller dann rein. Zweite Halbzeit. Wieder Balleroberung durch Anthony Uja mit der Hacke auf Öztunali. Wunderbar gespielt. Und der in den Lauf von Junuzovic, der das klasse macht. Junuzovic, diesmal macht er den Ball rein. 2:2. 46. Minute direkt nach der Halbzeit. Der Ausgleichstreffer. Gerade eben hat der Österreicher noch den Pfosten getroffen beim Freistoß. 35 Metern. Aber aus 17 Metern. Da lässt er sich diese Chance natürlich nicht nehmen. Und macht hier das 2:2.
2 wunderbar gemacht, wie er sich hier durchsetzt in der Mitte gegen Miranda und dann abschließt. Keine Chance für Diego Alves zum zweiten Mal. Und jetzt sah es, als ob er das Heft über die Hand nehmen würde. Das ist Junuzovic wieder an der 16er Kante. Kommt nicht ganz ran, ganz, ganz böse Gerätsche, ganz, ganz blöde Gerätsche. Vor allem, ich wollte noch flanken. So, jetzt fast die rote Karte gegen Mädchen getroffen, aber so gibt es den Eckball ausgeführt. Natürlich nicht von Gilo Boggi, sondern von ebenfalls runtergeflogenen Zlatko Junuzovic. Kopfballstark sind sie mit Gilo Boggi und Vescagata. Da kommt keiner ran, aber Finn Bartels aus dem Rückraum, Diego Alves. Weil, oh wei, es sah sehr, sehr, sehr stark aus für uns. Und es wurde besser. Bartels mit der Ecke. Da kommt keiner ran, aber da steht wieder Junuzovic. Elfmeter. Es soll nicht sein. Die Präzision, die Effizienz fehlte. Auf der anderen Seite, ja, Dijk mit der nächsten Chance für den Gegner, aber nicht gefährlich. Wiedwald ist da. Die besseren Gelegenheiten im zweiten Durchgang. Die allgemeinen guten Szenen im zweiten Durchgang hatten nur wir. Es spielte eigentlich nur Bremen. Uta mit dem Abschluss mit links, der nicht reingeht. Bargfrede holt dann die Ecke raus. Daraus wurde nichts, aber Öztunali mit der nächsten Gelegenheit macht das gut. Die Flanke in die Mitte. Uta kommt nicht ganz ran. Und Johansson versucht es wenigstens doch mal. Aber auch er kommt nicht mehr an diesen Ball ran. Trotzdem waren wir am Drücker, trotzdem machten wir weiter hier die Balleroberung im Mittelfeld. Klasse gemacht, Bartels auf Levin Öztunali und der auf Anthony Uja ist im 16er, geht vorbei an Alves, zu schwach mit dem linken Fuß. Macht den Ball nicht rein, was soll das nur werden? Wir springen in die 60. Das ist Neymar, das ist der Berberspin und keiner kommt ran, ganz, ganz schwach verteidigt. Und dann ist es passiert, das 2:3, es war sogar die 70. Es tut mir leid, es war passiert. Neymar macht das Tor, Pato feiert mit ihm, ganz, ganz schwach verteidigt natürlich mal wieder, das war so typisch FIFA, das B, das Tackling funktioniert nicht, dann das Sweaty, ja, Goal ist nicht am Start, das war aber der Sweaty Versuch in der, ja, Schlussphase der Partie, aber wir geben uns natürlich nicht auf. Nochmal Öztunali auf Finn Bartels, der nochmal auf Bargfrede, nochmal Bartels, wunderbar gespielt, Uja mit dem Ball in die Mitte, da steht aber niemand. Nochmal Garcia mit der Balleroberung, kommt nochmal ran, flankt in die Mitte, ist da nochmal wer der Lucky Punch? Nein, es ist kein Lucky Punch, es soll nicht sein, das war, ich kann es sagen, die letzte Aktion der Partie. Und wir verlieren dieses Spiel mit Werder Bremen mit 2:3. Der erste Versuch ist gescheitert und das ganz, ganz bitter. Wir waren sogar das bessere Team, aber defensiv hat Max mal wieder sein FIFA-Luck gezeigt. Es sollte nicht sein und wir, meine Freunde, sind mit Bremen raus. Ja, Freunde, ihr seht es am Blick von Claudio Pizarro. Was war das denn? Das darf normalerweise mit Bremen niemals passieren, aber es ist leider Gottes passiert. Und wir haben es nicht geschafft, das Ganze ja richtig zu deichseln, beziehungsweise in die nächste Runde einzuziehen. Natürlich soll das beim zweiten Versuch besser laufen. Momentan ist Bremen damit hinter Ingolstadt, aber wir werden natürlich unser Bestes geben im zweiten Versuch. Wenn ihr Vorschläge habt, das Team irgendwie noch zu verändern, zu verbessern oder sowas, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das Problem ist, Bremen hat keinen linken Mittelfeldspieler, das ist schon mal scheiße. Aber vielleicht fällt euch ja irgendeine Gelegenheit, beziehungsweise eine Möglichkeit ein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr für Bremen seid oder wenn euch die Episode gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein, macht's gut. Und ciao. Macht's gut.